So, hallo zum Lauch, willkommen zu einer neuen Folge von Ark Revolution. Und ja, meine Freunde, wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch in unserer wunderschönen Unterwasserbase. Und ich habe tatsächlich auch einen neuen Look, ne? Hat mir einer von meinen Tribe-Mates aufgemalt. Und ja, Freunde, es gibt einerseits eine gute Nachricht und eine sehr schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst. Wir wurden tatsächlich geradet, beziehungsweise Askalda-Vernichter haben zwei von unseren Gigas getötet. Diese Nachricht habe ich heute in meinem Inventar gefunden. Ich nehme an, dass sie mir von einem meiner Tribe-Mates hier hineingelegt worden ist, weil ich nicht glaube, dass Askalda-Vernichter das sogar bis hierhin geschafft hat. Das glaube ich nicht, Freunde. Na, ich muss auch nochmal mit meinen Tribe-Mates reden, was da genau passiert ist, aber ich habe auch in Tribe-Log nachgeguckt und tatsächlich... Ach genau, guck mal, das erklärt es ja. Redstone ist hier. Genau, zwei unserer Gigas sind leider gestorben. Aber gut, Freunde, ich dachte mir trotzdem für heute, viele von euch haben auch mein letztes... Ja, in die letzten Kommentare geschrieben, Askalda, cool, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei bist, ne? Dass ihr euch auch freut, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr wieder wollt, dass mehr Videos kommen und auch aktiv, gebt mal einen Daumen nach oben. Ne? Viele haben sich auch gewünscht, dass mal wieder Minecraft kommt, ne? Ich habe ja immer sehr früher, ja, früher sehr viel getrollt. Und das möchte ich auch gerne mal wieder machen. Aber gut, das neue Ark wird es natürlich hier auch geben. Genau, wenn ihr euch aufs neue Ark-Projekt freut, wie gesagt, da auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Denn das wird auf jeden Fall auch auf meinem Kanal kommen. So, und für diese Folge, Freunde, habe ich mir auch etwas ganz Cooles überlegt. Und zwar dadurch, dass wir jetzt hier schon zwei Haie haben in einem Becken, ne, gibt es eigentlich etwas, was wir auf jeden Fall mal versuchen sollten. Und zwar diese Megalodons zu züchten, Freunde. Ne, es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal Megalodons gezüchtet habe. Von daher dachte ich mir, probieren wir es einfach mal aus. Ne, ihr könnt schon sehen, der möchte sich aber irgendwie nicht so vom Fleck rühren. Wo ich denn jetzt hier auf Follow geht? Doch, okay. Es klappt, Freunde. Ja, wie gesagt, normalerweise, wenn es nicht klappt, kann man das auch ganz einfach machen, ne? Geht dann meistens auch schneller. Aber gut, ne? Einfach mal auf Wandern setzen. So. Und dann... Genau. Zack. Warten, Freunde. Wir können auch schon sehen, es geht relativ schnell, ne? Ja, man kann... Genau, man muss natürlich nur aufpassen, dass man dabei nicht ertrinkt. Man sollte vielleicht ab und zu mal ein bisschen auftauchen. So, genau, 15%, wunderbar. Und ich nehme mal an, dass aus diesen zwei Megalodons ein ziemlich starker Megalodon entstehen sollte. Ne? Das sind halt beides sehr hochlevelige Megalodons mit ziemlich guten Stats. Ich glaube, der eine hat 15.000 Leben, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Oder waren das weniger? Gute Frage, müssen wir gleich mal nachgucken. Nur aufpassen, dass sie sich jetzt nicht zu weit voneinander entfernen. Das sind nämlich gerade erst bei 30%, Freunde. Aber gut. So, ihr könnt auch übrigens, wenn ihr mal, genau, einige haben noch nicht ganz verstanden, wie man auf den Server kommt. Ich habe unter dem letzten Video, wer es noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall vorbei, Freunde. Ne, der Titel war, glaube ich, genau, die unglaubliche Unterwasserbase. Dort habe ich in der Beschreibung die IP verlinkt und wie man hier auf den Server connected, Freunde. Das heißt, wenn ihr noch nicht herausgefunden habt, wie das Ganze funktioniert, einfach das letzte Video nochmal schauen. So. Cool, sind wir auch schon bald fertig. Genau, wie gesagt, es dauert immer eine Weile, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bin immer noch am überlegen, was wir jetzt mit Askalda-Vernichter machen, weil ich meine, die haben ja uns nicht nur bedroht, ne, die haben ja nicht nur auf uns irgendwie geschossen, sondern die haben halt auch, ja, zwei unserer Gigas getötet, ne. Ich finde es halt langsam immer unheimlich, aber ich möchte da unbedingt mal mit diesem Tribe von Mensch reden. Ich meine, deren Base, sie sieht nicht stark aus. Es war zuerst eine Thatch-Base, dann eine Holz-Base, mittlerweile haben sie auch ein bisschen Stein. Aber es sieht überhaupt nicht verdächtig aus, aber Freunde, das ist genau das, was sie verdächtig macht. So, Freunde, und wie ihr sehen könnt, hat das Ganze auch geklappt. Na, jetzt müssen wir nur noch abwarten. Im Gegensatz zum T-Rex oder zum Giga, ja, legen sie keine Eier. Ne? Man muss einfach nur warten und irgendwann erscheinen dann die Babyhaie hier. Na, es dauert zwar eine Weile, aber es lohnt sich. So, in der Zwischenzeit würde ich einfach auch mal sagen, wir werden jetzt erstmal wieder hier in der Base gucken. Mal schauen, was sie hier noch so gemacht haben. Ihr seht schon hier, der Redstone... Ja, da hat einfach nur ein paar Kisten hier hingestellt, ne? Aber sonst eigentlich, ja, sonst eigentlich gar nichts. Und er hat sogar noch hier die Sicht versperrt mit den Kisten. Genau, man hätte theoretisch die Betten hier hinstellen müssen und die Kisten dorthin. Das wäre, ja, es würde einem, ja, deutlich besser aussehen. Oh, das müsste man ein anderes Mal nochmal ändern. Genau, so den Sarko könnte man an sich eigentlich auch paaren. Guck mal, das Level, genau, das Female. Der ist eventuell Male. Den wollen wir noch zurückgeben, aber vorher... Ja, perfekt, Freunde. Das würde sich eigentlich auch noch anbieten. So, nehmen wir gleich mit. Mit zu unserem anderen Sarko hier. Perfekt, Freunde.
Ich meine, der ist nur Level 20, aber so ein Sarko-Baby, das wäre echt süß. Von daher einfach den ja auch hier auf... Huch. Genau. Auf Wandern setzen, genauso wie den. Und dann abwarten. Ja, es funktioniert, Freunde. Gut, genau, dann werde ich jetzt hier, ja, die Sarkos nochmal züchten. Und dann warten wir einfach mal, bis die, ja, bis unser Babyhai schlüpft. Bis bald. So, Freunde, und unser Hai ist auch schon, ja, kurz vorm Austragen. Wir werden dafür jetzt mal tauchen, um zu gucken, was passiert. Und ihr könnt auch schon sehen, genau, wir sollten jetzt vielleicht mal die Gamma ein bisschen höher setzen. Dort ist er, der weiße Hai. Und unser Megalodon. Und in wenigen Sekunden sollte es soweit sein. Wir zählen runter. 10, 9. Oh mein Gott, Freunde, da ist er schon. Ein Baby-Megalodon. Freunde, schaut euch den an. Der ist ja richtig süß. Freunde, schaut euch... Das sieht aus wie so ein kleiner Coal. Ne, also wie diese kleinen... Oh, oh, okay, okay. Die haben mir einfach meine... Das gibt's doch nicht, Freunde. Die haben mir einfach meine Taucherrüstung geklaut. Was ist denn das? Okay, aber Freunde, schaut euch das an. Wie tat sich ein Babyhai? Oh, das ist so süß. Okay, Freunde, das ist einfach richtig cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die so niedlich sind. Okay. So, wir werden erstmal jetzt... Oh, schaut ihn euch an, Freunde. Da ist er. Der war wahrscheinlich Hunger. So. Erstmal imprinten. So, Freunde, und diesem Babyhai dürft ihr jetzt einen Namen geben. Ne, dort könnt ihr ihn sehen. Baby Megalodon Level 172. Hat auch für einen Babyhai recht gute Stats, würde ich sagen. So. Genau, wollen wir nochmal schauen. Der hat bestimmt Hunger. So, er kann ein bisschen was von unserem Fleisch hier haben. So, schaut ihn euch an, Freunde. Richtig süß auf jeden Fall. Ich hätte echt nicht gedacht, dass er so süß ist. Er ist einfach... Okay, sieht eigentlich genauso aus wie ein normaler Megalodon. Wobei, okay, die Augen sind verhältnismäßig größer, ne? Denn die Augen sind verhältnismäßig größer und... Ja, er ist halt deutlich kleiner. Er sieht total niedlich aus, Freunde. Ich glaube, es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich einen richtigen Baby-Megalodon gezüchtet habe. Ne? Ich hatte den nicht so niedlich in Erinnerung. Guck mal, der guckt sogar nach draußen. Er sieht... Oh, ich freue, ich muss jetzt ganz viele Fotos machen. So. Okay, Freunde, ich habe jetzt erstmal richtig viele Screenshots gemacht, weil es einfach so niedlich aussieht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den kleinen Hai findet. Dann gebt ihm mal einen Namen. Das Coole ist ja auch, dass die Haie lebend gebären. Also ich glaube, 70% der Haie gebären lebend. Es gibt zwar auch eierlegende Haie. Aber ihr könnt schon sehen, der Megalodon angeblich. Ja, gebärt lebend. Und das Produkt ist einfach richtig, richtig süß, Freunde. Schaut ihn euch an. Den kleinen Racker. So. Genau, wenn ihr einen coolen Namen habt, wie gesagt, schreibt ihn in die Kommentare. Ne? Jeder Name ist passend. Kommt nochmal so wichtig. Es ist ein... männlich oder weiblich? Er ist weiblich, Freunde. Es ist eine Hai-Dame. Das heißt, wenn ihr einen passenden Namen habt... Na, wie wär's mit Doris? Dori. Aus Findet Nemo. Nee, Freunde. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr einen passenden Namen habt. Ansonsten... Genau, habe ich nämlich jetzt auch unser Sarko-Ei. Ne? Das dauert aber eine Weile, bis es... Ja, bis man es ausbrüten kann. Ihr könnt schon hier sehen. Das müsste man ja in unserer Hauptbase machen, nicht hier. Hier würde es zugrunde gehen. Aber genau, ich werde jetzt erstmal bei dem Hai bleiben. Ja, erstmal warten, dass es genau groß und stark wird. Ja, unser Hai-Baby hier. Genau, und dann müssen wir natürlich auch noch jetzt eine passende Strategie gegen Askalter-Vernichter finden. Und da bin ich echt noch am überlegen, was wir da am besten machen. Weil Askalter-Vernichter ist wirklich ein sehr starker Gegner. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher... Ja... sicher, was man da machen könnte. Ihr könnt schon sehen, hier ist noch ein Teil meiner Rüstung. Wunderbar, dann komme ich doch noch nach Hause. Aber gut. Genau, Freunde. Ansonsten war es auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ihr findet den, ja, Megalodon genauso süß wie ich. Können wir betrachten den nochmal durch ein Fernglas. Freunde, guck mal. Tatsächlich, der hat so große Augen. Ich glaube, der hat sogar fast so große Augen. Die haben gleich große Augen, ne? Wobei, okay, ja, sind ein bisschen größer, aber die wirken einfach beim Baby größer. Das ist aber bei jedem Baby so, egal ob Hai oder, ja, ob Hund, was auch immer, Freunde. So süß, okay. Gut, Freunde, ihr könnt schon sehen, ich bin richtig geschockt gerade.
Ich hätte halt echt nicht erwartet, dass die so süß aussehen. Aber gut, das war's dann wieder mit der Folge. Wie gesagt, Daumen nach oben, wenn die Folge euch gefallen hat, wenn ihr öfter mal was sehen wollt. Ne, leider kam die Folge heute ein bisschen später. Ihr könnt mir aber auch gerne, wenn ihr mal eine Lieblingszeit habt, wo ihr gerne die Folgen sehen wollt, könnt ihr mal eure Lieblingszeit zum Anschauen auch gerne mal in die Kommentare schauen, so wann ihr am meisten so auf YouTube herumsurft. Ansonsten war's es wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.